Das ist rein, wenn du das Kegel bzw. mein Wellenbeispiel begriffen hast und ihr wisst, wie oft ich euch schon gesagt habe, es geht hier eigentlich nicht um zwei Seiten, sondern um 8 Seiten und ihr habt noch genügend zu tun, setzt euch einmal bei die 2 Seiten in die Mitte zu bringen. Das ist im Alltag und das ist das Einzige, dass du dich dabei beobachtest und immer wieder dich dabei erwischt, wo du einseitig bist. Und was noch viel interessanter ist, dass alles, was du machst, wenn du in den Fernseher reinschaust, du musst dir bewusst machen, weil da automatisch wieder irgendwelche außen sind, irgendwelche Deppen, Politiker, Chefs, mach dir bewusst, und das habe ich in Updates mehr als oft genug erwähnt, was ist jetzt Realität? Und dann wirst du feststellen, diese Realität in dem Moment, wo ich das schreibe, da sitzt diese Person, die du zu sein glaubst, vor einer Maschine und die glotzt einfach nur vom Bildschirm. Das ist die Realität. Und jetzt schau, wenn du das Bewusstsein da ist, und das ist immer da, aber jetzt kannst du eine Stufe runterschauen, dann ist mehr Vergessenheit, dann wirst du feststellen, dass der das schon vergessen hat, weil er nämlich jetzt glaubt, dass er Menschen sieht, obwohl man Menschen ja nicht sehen kann. Gut, er sieht Personen, du siehst auf dem Bildschirm mal keine Personen, sondern flackernde Lämpchen. Wenn du wirklich das siehst, was jetzt Realität ist, und alles andere konstruierst du. Das heißt, dich löst sich dein Fernseher oder die Zeitung löst sich plötzlich auf und die Welt, die du dir jetzt ausdenkst, um dich herum, natürlich nur in Facetten flackernd, ist definitiv zu 99,99% nur ein Produkt deiner Logik. Das ist das Entscheidende. Alles. Die Erdkugel, die sich um die Sonne herumdreht, hättest du in deinem Programm das Wissen nicht, würdest du dir das jetzt überhaupt nicht ausdenken. Das heißt, wenn einer zum Beispiel, nur mal zu sagen, Sauerstoff, Stickstoff, Wasserstoff, diese unsichtbaren, ungiftigen, geruchslosen Gase, die mal zu real, die real überhaupt nicht existieren, nur ein Programm, das diese Daten in sich trägt, in seiner Software, kann sich das ausdenken. An was denkst du, wenn du an Wasserstoff oder an Stickstoff denkst? Ich bringe da immer gern hier, früher, wenn ich Besuch gehabt habe, dann hat die Marion immer zum Kaffee so eine Sahnedose hingestellt und dann habe ich die mal so in die Hand genommen und dann habe ich so gelesen, wer die da reingeschlappert haben. Und dann habe ich gesagt, Mensch, das ist mit Stickstoff aufgeschäumt, ob das gesund ist. Dann habe ich schon gemerkt, wie viele innehalten. Jetzt ist natürlich mit ein bisschen ein Grundwissen von Chemie, die Luft, die du jetzt atmest, die besteht ja aus 78% Stickstoff und 21% Sauerstoff, 1% Edelgase. So steht es in den Chemiebüchern. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, welcher Chemiker hat es eigentlich entdeckt? Wie entdeckt man eigentlich etwas, dass man nicht sehen, nicht riechen, nicht schmecken, das eigentlich real überhaupt nicht existiert? Wie hat er das entdeckt? Jetzt könnte ich sagen, das kann er doch nur denken, wenn ihm das einfällt, das könnte so sein. Jetzt sage ich dir aber, dass der Physiker, den du dir jetzt ausdenkst, dem das offensichtlich eingefallen ist, dem kann überhaupt nichts eingefallen sein. Dir fällt jetzt dieser Physiker ein und du denkst dir, dass dem das eingefallen ist. Und wenn du gar nicht logisch bist, dann sagst du, da ist einer unabhängig von mir und die Gescheiten haben das schon entdeckt. Das ist die totale Entmündigung des eigenen Denkens, des eigenen geistigen Freiheit. Und wie gesagt, wir sind auf einer Ebene, ich rede hier nicht von einem Aufblähen von intellektuellem Wissen. Ich verweise ihn, du bist nicht auf dem Finanzamtbrief. Dass keiner weiß, was Weisheit ist. Geh an irgendeine Hochschule, die du dir jetzt ausdenkst als Mensch und lass dir voneinander erklären, was Weisheit ist. Und dann werden die größten Philosophen und Professoren werden dir sagen, dass das alles relativ ist und dass man von einer absoluten Wahrheit überhaupt nicht reden kann. Das ist alles, weil das alles relativ ist, das wissen sie. Aber weh, du stellst ihren Glauben in Frage. Das ist dann komischerweise wieder die absolute Wahrheit. Und du wirst bloß immer dich selber narren, weil du immer noch erwartest, von irgendjemandem außerhalb von dir was zu erfahren, was du nicht kennst. Du kannst durchaus viel Neues erfahren, wenn du Leute beobachtest. Aber es ist nicht etwas, was du Geist nicht kennst, sondern das ist eben, ich lasse das ja in dir auftauchen, um dich selber besser kennenzulernen. Du denkst dir es in dem Moment aus. Du bist die Quelle für alles. Zumindest für das, was du denkst. Und solange du die Weisheit anstrebst, darfst du nicht davon ausgehen, dass die Schatten daraus mehr wissen wie du. Es ist das, was dir einfällt. Und dann immer wieder, alles was du denkst, wenn ich mir jetzt eine böse Welt und schlechte Menschen ausdenke, ich bin der, der sich's denkt und jetzt versuche ich die zu verbessern. Aber ich verbessere das doch nicht, indem ich irgendeinen Gedanken von mir, wo ich glaube, dass der unabhängig von mir existiert, verändern. Muss ich mein Denken verändern. Und jetzt ist es Verrückte, dass wenn ich einen Gedanken aber nicht so haben will, bin ich ja wieder nicht einverstanden.
Darum ist es, darum geht es gar nicht, dass du dir jetzt deppen plötzlich klug denkst, weil dann machst du die Kontraste weg und dann fällt deine Geschichte in dir zusammen. Ich brauche die. Also ich brauche die. Wenn wir sie durchschaut haben, dann schlagen wir die tot, weil dann schauen wir einen neuen Roman an. Und das kann nur Geist begreifen. Das heißt definitiv bloß ich. Und solange ich nicht begreife, wird sich in meinem großen Traum nichts verändern. Und auch hier gilt wieder, ich kann nur von unten nach oben, also von oben nach unten sehen. Ich muss mich überraschen lassen, wie ein Kind. Erklär mal einem Achtjährigen, wie das alles anders ist nach der Pubertät. Da kannst du so viele Worte machen. Und das sind immer wieder elementare Erfahrungen, muss man selber machen. Wenn jetzt der Andreas zu mir kommt und wir sagen mal, ich bin dein Vater, du bist nicht bloß mein Sohn, sondern wir sind ja die besten Kumpel, du vertraust mir voll und jetzt bist du, sagen wir, 16, 17, du hast eine hübsche Freundin, hast aber noch keinen Sex gehabt und jetzt steht es irgendwann einmal an. Das liegt in der Natur der Dinge, dass da ein erstes Mal passiert, vom ersten Mal haben wir immer Angst. Jeder, wenn irgendeiner sagt, ne, das ist ein Spruchbeutel, weil das erste Mal komisch ist. Jetzt hast du natürlich unheimlich viel gehört und gelesen, neugierig, irgendwas Innerliches treibt dich, es treibt dich dahin. Aber man will ja nichts verkehrt machen und jetzt kommst du zu mir und sagst du, Papa, hilf mir irgendwie, gib mir Tipps. Und dann muss ich sagen, du, ich helfe, wo es geht, aber da gibt's nichts zu helfen, weil elementare Erfahrungen musst du selber machen. Und alles, was da meine Erfahrungen sind, das ist für das erste Mal, du musst dich einfach überraschen lassen. Und ich kann dir nur eins sagen, man hat nur vom ersten Mal Schiss und es kann ganz toll sein und es kann scheiße laufen, wie auch immer. Aber du wirst feststellen, umso öfter du das machst, umso mehr du das wiederholst, umso mehr Spaß macht es, du wirst ein Meister werden. Und das ist dann das Beste, was es überhaupt gibt, dieses Vereinigen, dieses Einswerden. Aber auch wieder nur eine gewisse Zeit, weil dann kommen die Wechseljahre und dann kippt es wieder um. Dann kommst du auf eine höhere Ebene und dann strebst du ein ganz anderes Vereinigen an. In einfachen Worten sieht es so aus, das erste Mal Sex ist ungefähr, oder man hat genauso viel Angst davor wie vom ersten Mal sterben. Das ist aber nur vom ersten Mal, wenn du so oft gestorben bist, wie ich, wirst du merken, dass das Sterben noch viel geiler ist wie Sex. Weil das dann eine Vereinigung auf einer höheren Ebene ist. Verloren geht dabei nichts, du wirst bloß mehr. Das heißt, der Tropfen, die Wellen, ich sage euch immer wieder, die Wellen, die außerhalb auftauchen, erfordern auf den Nullwasserspiegel, wenn du dir an Swimmingpool denkst und wir haben einen Wasserspiegel. Dieser Wasserspiegel ist eine Nulllinie. Und wenn wir rein arithmetisch betrachten, jeder Milliliter Wasser, der über die Nulllinie auftaucht, der sich raushebt, fällt was, wird abgesenkt. So sehr das Ding auch wobt und wabert, wenn wir das rein, das drüber und drunter als Plus-Minus-Gleichung schreiben, ist alles immer nichts. Es ist immer Null, es ist unbewegt, ein statisches, unbewegtes Ganzes im Gleichgewicht. Und erst durch die Vergessenheiten kriegen wir dann diese Illusion von Bewegung durch diese Reduktion, okay? Was übrigens dann sehr interessant wird, wo ich später vielleicht nochmal drauf eingehen mit dieser Luftblase, weil das, was unterhalb ist, wenn du dir jetzt das Wasser denkst, ist ja der Wellenberg, ist ja Wasser. Und jetzt machen wir das Tal, aber da das ja drüber steht, ist die Luftblase, ist ja unter dem Wasser. Und jetzt denkst du dir, dass alles Wasser ist. Jetzt pass auf, wir denken uns an den Spiegel. Wenn ich jetzt in den Spiegel stehe, schau, Spiegel. Fensterscheibe. Jetzt ist jetzt hier, wenn ich in den Spiegel reinschaue, das, was ich hinter dem Spiegel sehe, kann ich mir jetzt bewusst machen, wenn ich jetzt da sage, da ist jetzt ein Udo, dass ich mir bewusst machen kann, dass das eigentlich im Spiegel ist. Was jetzt interessant ist, dass das vorm Spiegel, dass das genauso im Spiegel ist. Es gibt bloß den Spiegel. Das ist genau diese Hälfte. Das ist verbunden und da habe ich meine Luftblase. Was natürlich noch viel interessanter ist, dass ich jetzt zum Beispiel, schau mal, wenn du jetzt in das Zimmer reinschaust, das ist jetzt blöd, weil das ist ein halbdurchlässiger Spiegel. Was würde jetzt passieren, wenn das ein wirklicher Spiegel wäre? Dann würdest du dich sitzen sehen? Mhm. Aber machen wir mal anders. Du stehst in einem Badezimmerspiegel, schaust dich an, dein Gesicht an und dann siehst du ja hinter deinem Kopf einen Raum. Mhm. Vor dir. Mhm. Und du musst wissen, dass das, was vor dir ist, hinter dir ist. Und damit dreht sich das. Und es fällt in eins zusammen. Und drum ist der Wellenberg, den schreibe ich rot. BRG, immer wachten Geist. Und das Tal schreibe ich T-Al. Das heißt die Spiegelung in Gott. Und dieses T, die Spiegelung, ist der Raum, in dem du dich jetzt zu befinden bleibst. Erinnert euch an den guten Berg und das böse Tal. Die reißen, denn die reißen sie jetzt gewaltig auf, denn die Dokumenten ist. Ein Flächenbrand. Was natürlich immer wieder, wenn du dich reinversetzen kannst, du sprichst alle frei. Du merkst, dass ich euch schon gesagt habe, jeder, der sich weltverbessernd engagiert,
Aber das in der Politik macht oder in einer Religion macht, jetzt in deinem Traum, ist ein klares Zeichen für Geistlosigkeit oder für Entmündigung. Egal in welchen Dingen, ich bin, du sag ich schon, wenn du Massenaufstände siehst, diese, denk dir mal ein Großkonzert, diese wabernde Masse, du siehst förmlich, ihr kennt die großen Aufnahmen, 60.000 Menschen und dann hier vorne ein Popstar, der hier losschreit, oh, und alle, die Wasser mabert, diese Tausende von Menschen, das ist immer wieder, was ihr hier seht, ist, sind Samenfäckchen. Mehr ist es nicht. Es ist einfach nur Samenfädchen. Die können alle Menschen werden, aber in der Reifestufe noch nicht. Da müssen sie jetzt erst das Ei suchen, verstehst du? Und dann können sie wachsen. Und was jetzt da aufwillt, ob da vorne einer steht und schreit Albi et Ulbi, verstehst du? Und die Gesichter, wenn die Kamera schwenkt, wenn der Papst eine Ansprache hält, diese Christengesichter, diese Katholikengesichter, wenn du siehst, diese, die sind sowas von begeistert, aber blau, blauer Geist, reine Entmündigung bis zum es geht nicht mehr, oder ob da vorne einer steht, wollt ihr den totalen Krieg, und die schreien auf, oder ein Superstar steht vorne, ein Robbie Williams, und schreit, es ist immer was anbeten, was nicht anbetungswürdig ist, du sollst keine Götter haben neben mir, und ich bin du. Die Götter, die neben dir stehen, kannst du nicht sehen, das sind Geistesfunken, die kannst du erheben. Und das ist das Bewusstsein, und ihr merkt, du kommst in eine eigenartige Schwebe. Weil das ist immer wieder dieser kleine Satz, das unendlich Große und das unendlich Kleine. Was ist das Kleine an dir? Nadja, wenn ich jetzt einen Grashalm nehme und ich reiß den raus und ich zerreibe den zwischen die Finger. Und jetzt denken wir uns einmal diese Welt, wie du sie als normaler Mensch dir ausdenkst. Was ändert sich an der Welt, wenn ich einen Grashalm zwischen die Finger zerreibe? Nichts. Wenn ich jetzt die Nadja zerreibe, dann heult vielleicht der Klaus und noch einige andere ein bisschen, aber irgendwann einmal wischend weg. Es ändert sich nichts. Das ist die Kleinigkeit an der Person. Jetzt sage ich dir, was das Größe ist. Was ist mit dieser Welt, die du dir jetzt ausdenkst, wenn du sie nicht denkst? Das ist die geistige Hälfte in dir. Es ist alles so, wie du es denkst. Und wie du es denkst, dazu brauchst du ein Programm. Du brauchst deine Persona, so wie ein Videobeamer seine Maske braucht, dass er Bilder projizieren kann. Und was jetzt zeitlich ist, du wirst feststellen, es ist statisch. Es ist das, was du immer als Zeit empfindest. Ich habe da mein schönes, einfaches Beispiel, um das klar zu machen. Wir denken uns diese primitive Formel x plus 1 ist neues x. Als Iteration. Wir fangen an, x setzen wir 0, plus 1 ist neues x, ist x1, plus 1 ist neues x2, plus 1 ist neues x3. Das ist nur die Formel x plus 1 ist gleich neues x. Das ist ein statisches Konstrukt. Wenn ich natürlich jetzt das als Iteration betrachte, generiert es von 0 bis, wenn wir bei 0 starten, von 0 bis unendlich, unendlich. Alle, die ganze Ziffernfolge der natürlichen Zahlen, die Reihe der natürlichen Zahlen, okay? Wenn diese Formel, diese kleine primitive Formel nicht durchdacht wird, sind die alle gleichzeitig da. Und das Gefühl eines Nacheinanders, 1, 2, 3, kann erst ein Geist, du bist diese Form in L. Und wenn du dich reduzierst und in dir zu schwingen anfängst, veränderst du dich, okay? Immer auf den reduzierten Punkt, auf den reduzierten Schritt, wo du zurzeit stehst. Und Ehe ist immer wieder die zwei. Raumzeitliche Erscheinung ist immer eine Eheexistenz. Stehen. Und jetzt ist es ganz einfacher so, dass das wirklich versucht, da nicht in die große Zahl zu kommen, sondern versucht, das Prinzip zu begreifen, dass nichts anderes passiert, dass jetzt diese Projektionsmaske mal grob in einen Beamer, und jetzt kommt, ich erwähne, wir trennen jetzt in eine Trinität. Die Hindus nennen das Vishnu, das Licht, Brahma, der Schöpfer, und Shiva, die auseinandergeschmissenen Schatten. Das Vishnu bleibt immer gleich. Das Brahma reagiert auf seine eigenen Bilder und durch die Reaktion verändert sich das Bild. Und jetzt nimm dieses Videospiel. Wir haben ein Konstruktprogramm. Das ist eine DVD mit einem Videospiel. Wir sagen einfach mal Autorennen, okay? Wir schieben das rein. Machen wir es auf einen USB-Stick, dann ist es noch interessanter. Wir haben ein Programm auf einen USB-Stick. Wir schieben das rein. Dann haben wir zusätzlich einen Spieler. Dieser Spieler ist ein komplett persönlicher Reaktionsmechanismus. Das ist auch ein Programm, statisch. Und jetzt ist, wenn das wir uns zerdenken, wenn wir uns in diese Struktur reinmachen, haben wir zwei Programme, die aufeinander reagieren, unser Konstruktprogramm
und dieses persönliche Reaktionsprogramm. Und jetzt kommt irgendwann einmal die Stelle, wo du mit einem Joystick da bist und du hast ein Bild auf dem Bildschirm. Und du reagierst auf dieses Bild, und diese Reaktion auf das Bild veranlasst, genau wie du reagierst, das Konstruktprogramm, das Bild zu verändern, und du reagierst wieder auf das Bild und jetzt fängt es zum Schwingen an. Die Frage ist, was bewegt sich jetzt eigentlich? Also wir halten einmal fest, auf dem USB-Stick, das Programm bewegt sich nichts. Die flackernden Lämpchen auf dem Bildschirm bewegt sich auch nichts. Jetzt raumzeitlich von A nach B. Okay? Dein Reaktionsprogramm ist auch nur ein Programm, bewegt sich auch nichts. Wir sind in einem statischen Komplex, der erst durch das Reindenken basiert. Und jetzt machen wir ein raumzeitliches Bild dazu. Wir haben einen Fernseher und ein Kind mit einer Playstation. Und jetzt ist dieses Kind, das sitzt, das steht jetzt symbolisch für den Menschen. Der übrigens in der Welt des Kindes überhaupt nicht existiert. Weil wenn das Kind spielt, hat es sich selbst komplett vergessen. Es ist ja jetzt das Männchen oder das Auto, wo es steuert. Verstehst du? Das heißt, das, was hier, wenn du das jetzt beobachtest, pass auf, ich mach das, dann wirst du feststellen, dass ich für mich gar nicht existiere, weil ich ja das bin und das durch diese Cyberspell-Welt durchtreibe und genau will, wo ich hin will. Und das wird dir bewusst, wenn du dich selber beobachtest, dass du nichts anderes bist, jetzt als Mensch, und der Andreas nur das, was du in deinem Alltag auf der Arbeit oder sonst wie durch die Welt machst. In jedem Augenblick reagierst du und durch diese Reaktion veränderst du deine eigene Information. Und was jetzt nacheinander kommt, und das ist immer wieder das Schöne, der Materialismus ist die Falle, dass zum Beispiel eine materielle Erscheinung, glaubst du, dass die unabhängig von dir da außen existiert. Und ich betone nochmal, du musst einen Meineid schwören, es gibt prinzipbedingt keine Möglichkeiten zu überprüfen, ob dein Kopf oder deine Hände existieren, wenn du nicht dran denkst. Das Einzige, was immer da ist, ist dieser wahrnehmende Geist. Und jetzt, das, was immer ist, ist die Hand. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wir schauen jetzt mal die Hand an, okay? Wenn du jetzt die Hand anschaust und dann ist weg und dann schauen wir hier das an oder das an oder das an und jetzt schau die Hand wieder an, wirst du feststellen, wenn du dich selber beobachtest, dass dieses Ding glaubt, dass das immer dieselbe Hand ist. Das ist nicht dieselbe Hand, sondern bloß derselbe Geist. Weil die Hand, selbst raumzeitlich logisch, jetzt mindestens die Fingernägel sind jetzt um ein paar Mikrometer gewachsen, in der Zeit, wo du es nicht angeschaut hast, es ist nicht mehr dieselbe Hand. Wenn ich eine Gnede nehme und ich mache aus einer Gnede eine Tasse und ich mache jetzt aus derselben Gnede einen Teller und jetzt forme ich die Gnede wieder um zu einer Tasse, auch wenn ich mich bemühe, die wieder genau gleich zu machen, es ist die gleiche Tasse, ich könnte jetzt dieselbe G-Leiche, okay, dieselbe geistige Leiche, es ist nur dieselbe Gnede. Das heißt, jeder Augenblick wird vollkommen neu erschaffen und ist vollkommen neu. Und nur in dem Wahn, weil dir das nicht auffällt, wiederholst du das so lange, weil ich langsam im Hintergrund das verändern. Das ist, jeder Moment ist neu, jeder Moment ist eine vollkommen neue Chance, das anders zu bewerten. Für einen freien Geist. Das kann aber nicht, dass ich das hier nur mit einem Programm, da musst du zuerst dieses Programm vervollkommnen, mit den ganzen Idealen. Und da wirst du merken, dass so viele Automatismen in dir sinnlos sind. Und jetzt nochmal, Gesetz der Wellen, wenn es sinnlose Automatismen gibt, muss es auch sinnreiche Automatismen geben. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Sinnloser Automatismus, erkläre ich immer, ist Ärger. Wie oft ärgerst du dich über irgendetwas? Dir fällt was runter, du fährst dann Kratzer ins Auto rein. Und jetzt musst du feststellen, wer leidet jetzt eigentlich? Der Kratzer im Auto? Weißt du, wie scheißegal das ist, ob du dich drüber aufregst? Weißt du, wie scheißegal das Politikern ist, ob du dich drüber aufregst? Und meinst du, dass es irgendwelchen hungernden Näherkindern oder verstrahlten Kindern mit Krebs besser geht, wenn du da traurig bist drüber? Du denkst dir einen Gedanken, den dir so scheißegal ist, wie du dich fühlst, glaub es mir. Du fühlst, du empfindest. Das ist das Überwinden der Moral. Dieser materialistischen Moral. Und darum ist auch das hebräische Wort für Moral ist Moser. Schreibt sich Mem, Waf, Samech, Resch. Moser. Ich spreche es einfach mal so aus. Ich sage immer die an allen und jeden rum, Moser. Und darum ist auch das Moser, das Moral heißt ja nur Gewohnheit. Und ich sage Tradition, das sind dumme Angewohnheiten, dumme Traditionen. Wenn etwas wachsen will, wachsen ist ständige Gestaltveränderung. Jeder, der an Traditionen festhält, wächst nicht mehr. Was jetzt nicht heißt, dass man nicht Traditionen, zum Beispiel in einem Trachtenverein,
als Erinnerung, als abschreckendes Beispiel am Leben erhalten soll. Ich meine, darum geht es überhaupt nicht. Das wäre schon wieder einseitig negativ. Wir machen unsere Traditionen weg. Nichts Schönes, wenn ich in einen Trachtenverein gehe, wenn ich das beobachten kann. Wenn ich mich natürlich da verblende und das als einzigen Status nehme, die ewig gestrigen, wie ich das nenne. Mose heißt übrigens nicht nur Moral, sondern auch Angeber, Denunziant und auch Langenscheid auch Schwarzmaler. Was sehr interessant ist, ist nicht einer, jeder dieser Moserer ein Angeber, gibt der nicht permanent an, was richtig und was verkehrt ist und denunziert er nicht jeden Menschen als böse, als schlecht, dem das nicht passt, allen voran unser Freund Folger. Wenn dann er behauptet, die Menschen sind ja Rindviecher und die Holophilisten haben ja überhaupt nichts verstanden, er outet sich, wenn es den jetzt geben sollte, und das ist das Verrückte, auch er ist nur eine Figur in unserem Traum und jede Figur in unserem Traum, die mir ausdenken, muss genauso sein wie wir. Wir, sie denken, wir ist Holophil. Ja. Und trotzdem an diesem Ding, genau da wieder, gehen wir zurück zum Paradigma der Computerspiel. Ja, Jürgen, holst du mir ein Glas, bitte, mach weiter. Du kannst dir jetzt vorstellen, du hast wirklich Spiel, Monitor und Spielkonsole. Jetzt hast du eine Variante und hinten ist irgendwo ein Computer mit dem Betriebssystem, wo das Programm realisiert wird, was jetzt diese eine Spielkonsole oder mehrere steuern kann. Jetzt gibt es die Variante, ich zum Beispiel, also jetzt als Claw sitze oder irgendjemand sitzt an einer Spielkonsole und steuert in einem Spiel, was auf dem Monitor auftaucht, sprich im persönlichen Bewusstsein, steuert nur eine Figur, alle anderen sind Reaktionen. Ich fall dir jetzt ins Wort, pass auf, wir gehen jetzt einmal in die Praxis, Und dann gibt es die Variante, die anderen, alle. Pass auf, wir gehen jetzt einmal in die Praxis, was jetzt zur Zeit, jetzt ist immer jetzt. Aber das, was du dir ausdenkst, wir gehen in PlayStation und wir können jetzt zum Beispiel hier, was ich immer ganz früher genommen habe, GTA. So ein Videospiel, wo du so eine Welt, eine Stadt hast mit Aufgaben, das kannst du zuerst einmal alleine spielen. Oder ich mache zuerst, um das zu veranschaulichen, mache ich zuerst einmal hier, wir können auch Fußballspiel nehmen oder Autorennspiel nehmen. Bleiben wir zuerst beim Autorennspiel, weil das sehr gut passt. Du hast nämlich jetzt hier Autos. Du hast selbst die Automatismen. Das sind die Autos, die du siehst auf der Rennstrecke. Rein auf dem Bildschirm siehst du, wie im Fernsehen, wenn du dir jetzt eine DDM-Meisterschaft anschaust, gibt es übrigens als Spiel DDM. Diese DDM-Meisterschaften, das sieht, glaube ich mir, nahezu fotorealistisch aus. Es sind immer wieder solche Stellen, dass, wenn sich einer nicht dafür interessiert, es geht nicht um Spielen oder Nicht-Spielen, sondern all das, was auftaucht, soll dir was über die Funktion deines Geistes sagen. Alles, egal wo du momentan in deinem persönlichen Bereich hingehst. Und wenn du jetzt zum Beispiel hier DDM nimmst, und ich kleide jetzt, weil es mir jetzt im Moment einfällt, dass ich das sagen soll, unser Christian Schneider war doch ein leidenschaftlicher Flieger. Gott hab ihn selig, der weilt ja nicht mehr unter uns. Es ist ein Christian Schneider, weilt eh bloß unter uns. Jetzt ist er ja wieder da, weil wir denken uns ja den. Und ob der unabhängig von uns da außen existiert, wenn wir nicht dran denken, wenn der das verstanden hat, was ich bis jetzt erklärt habe, das löst sich auf. Aber der war jetzt, wir denken jetzt diese Geschichte, der ist ja leidenschaftlich gern geflogen. Und da gibt es ja natürlich auch so Vereinigung der deutschen Piloten und Fluglehrervereinigung. Und die haben eine Fachzeitschrift, so wie es eine Jägerzeitschrift gibt, eine Fischerzeitschrift. Fußballfachzeitschriften gibt, Kicker oder wie die alle heißen, gibt es für die Flieger einen. Und die haben dieses von Microsoft, den Flugsimulator, den neuen, getestet. Und das sind ja 22.000 oder noch mehr Flughäfen und wo du laden kannst und was nicht, wie viele Flieger, die simuliert werden. Und was viele nicht wissen, dass also selbst die Lufthansa in ihren großen Simulator, das Grundrechenprogramm ist dieser Flugsimulator von Microsoft. Der wird natürlich dann von der Darstellung aufgeblasen, weil diese Lufthansa-Piloten in den Training in einer original nachgebildeten Kapsel sitzen und jetzt nicht nur einen Monitor haben, sondern mehrere Monitore, wo verschiedene Perspektiven um sie herum noch aufgebaut werden in die einzelnen Fenstern und das Ding dann noch sogar noch bewegt wird. Aber die eigentliche Rechnung, das heißt die eigentliche Simulation der Flugzeuge, diese Physik, die Flugphysik und die Flughäfen, die sind dieses Microsoft-Programm. Und jetzt wird es interessant. Wenn da lange genug sucht, ihr könnt es im Internet finden. Es hat diese Fachzeitschrift Deutsche Piloten oder wie die heißt, hat das Ding getestet und zwar hat einer eine kleine, frag mich nicht was für eine Maschine, irgendeine so Privatmaschine, aber schon wenn größer irgendein bestimmtes Flugzeugmodell, die kann man ja auch hunderte raussuchen, der hat hier irgendeine Karibikinsel, eine kleine mit einem Flughafen, hat er folgendes gemacht in ihren Test. Die haben das mit dem Flugsimulator gespielt, der hat mit dem Flugsimulator diese Insel angeflogen und haben sie mit diesem Flugzeug dieselbe Insel angeflogen mit einer Kamera im Cockpit.
und haben im Splitscreen, kannst du im Internet anschauen, ja, das, was der Flugsimulator macht und was im Original abgelaufen ist. Und pass auf, die Vereinigung der deutschen Piloten, der Redakteur, der hier den Bericht geschrieben hat, um eins gleich vorne wegzunehmen, es ist, wenn man überhaupt einen Unterschied jetzt feststellt, er sagt es nicht ganz, sagt er, aber wenn man oberflächlich hinschaut, der Flugsimulator ist realistischer. Der sieht echt aus, ehrlich. Das ist so synchron mit den Statten, mit der alles, wie das Tempo, wie er runtergeht, wie er sich bewegt. Das Einzige, was er, wenn, ist die Landschaft selber drumherum, die ist, verändert sich halt laufender Wind. Es ist komplett synchron. Dasselbe, und jetzt mache ich einen Sprung, wenn du deutsche Tourenwagenmeisterschaft nimmst. Das Hockenheimer im Norrisring, die sind ja komplett auf den Millimeter eingescannt. Und das ist, da gibt es alle Jahre eine neue Version, dass also selbst die Fahrer, die Autos, die Fahrphysik in einem Detail nachgebildet ist, in diese Fahrphysik von diesen Autos, dass du die Rundenzeiten, du kannst natürlich, wenn du jetzt normal als Spieler spielst, steuerst du ein Auto, das du dir raussuchst, das musst du abstimmen. Du hast also als normales Spieler überhaupt keine Chance, er kennt sich aus. Das heißt, du musst wirklich monatelang trainieren, so wie beim Echten. Du kriegst einen tiefen Respekt von diesen Fahrern, dass das also wirklich simuliert ist. Und am Anfang fährst du, als wenn jetzt ein Kind das spielt oder ein junger Busch, da hast du so viel automatische Fahrhilfen eingeschalten, weil du feststellen wirst, wenn du die am Anfang ausschalten musst, bringst du das Ding nicht einmal auf die Straße. Ja. Was übrigens, wenn du so ein Auto im Original fährst, kannst du auch nur im Schritttempo fahren, weil wenn da 600 oder 800 PS aufs Gas gehst, der drehst dich im Kiesbett ja bloß im Kreis, das hast du überhaupt keinen Grip mehr. Und dass du wirklich dann die hundertstel Sekunden, die du runter trainieren musst, wo du wirklich den Bremspunkt, du musst ja hier auf der Geraden im Hockenheimring, du musst ja voll auf der Kachel bleiben und du musst wirklich auf ein paar Meter genau, stein dir voll in die Bremse mit die ABS, dass dich nach vorne geht, und wenn du zu früh bremst, hast du keine Chance vorne mitzufahren und zu spät fährst du drüber raus. Dass du wirklich einmal dir bewusst machst, dass das, ich sage mal, in jedem Bereich des menschlichen Daseins, das du dir ausdenkst, ob das 100 Meter Läufer sind, ob das Hochspringer sind, oder auch Autorennfahrer, dass das, wenn du meinst, als normaler Autofahrer, sind Dimensionen, die du dir in den kühnsten Träumen nicht vorstellen kannst. Wo du meinst, das geht nicht, wo du dir in die Hosen scheißt, wenn du diese, sind Extremleistungen. Und das wird da simuliert. Und jetzt kommen wir zurück zu unserem Spiel. Dass wenn du jetzt als Spieler da sitzt, hast du natürlich deinen Joystick und jetzt hast du schon mal zwei Möglichkeiten. Am Anfang wirst du feststellen, dass du eine sogenannte dritte Person-Perspektive einstellst. Das heißt, du siehst es auf dem Bild aus einem Blickwinkel, als wenn dein Kopf, deine Kamera hinter dem Auto wäre. Du siehst das ganze Auto, wo du steuerst. Dann, wenn du in die Meisterschaft mitfährst, musst du die Ego-Perspektive einstellen. Dann sitzt du im Auto durch den Helm und du siehst nur das Lenkrad. Du kannst die Sitz einstellen. Ja. Und was dann bei den besseren Spielen sogar ist, dass du hier die Helm, die Fliehkraft vom Helm, das Schittern wird noch mit illusioniert, weil das wackelt ja, du bist ja nicht ruhig, kann er dir zeigen, dass du die Fliehkräfte einstellen kannst und dann auch den Blickwinkel, wenn du rausschaust, du siehst ja fast nichts, das ist alles Käfig um dich rum, dass das nochmal ganz anders zum Fahren ist und mit dem Wegbrechen, wenn der hin, dir fällt nicht so schnell auf, weil das Gefühl fällt halt, wenn der hinten ausbricht, was in der dritten Personperspektive, wenn du praktisch auf dem Bildschirm das Auto von oben siehst, kannst du schneller reagieren. Es ist am Anfang schwerer, viel schwerer, und dann ist es in den höheren Ebenen, kannst du nur so spielen, als wenn du im Auto drin sitzt. Und dann hast du den Blickwinkel, dann ist natürlich auch hier, dass du die neben dir besser siehst. Und wenn du im Auto sitzt, musst du im Rückspiegel aufpassen. Da sind so viele Sachen, wo du aufpassen musst, wo von hinten gesehen natürlich schon, wenn ich merke, da will mich jetzt einer überholen. Klar, dann ziehe ich rüber. Und jetzt ist es Schöne, dass du merkst, alle Autos um dich rum sind KIs. Das heißt, die sind so programmiert, dass die praktisch wie halt beim Autorennen, dass sie möglichst schnell vorkommen. Wenn von hinten einer kommt, versuchen sie die zu bremsen. Genauso ist es, dass wenn hinter dir einer fährt, versucht er dich zu überholen. Das heißt, wenn du immer voll rechts wärst, wirst du überholt. Du musst aufpassen, was der hinter dir macht. So wie halt im Rennen. Und das ist, die KI ist halt mehr oder weniger so programmiert, die reagieren nur. Das kann man in Schwierigkeitsgrad einstellen. Dann kannst du zum Beispiel einstellen, wie aggressiv die Gegner fahren und ob sie auch drängeln wirklich oder ob sie softiger fahren. Am Anfang macht man das natürlich alles möglichst auf Null. Und dazu nur bei 100% Spielstärke ist es in der Regel bei der DWM so eingestellt oder bei der GDA-Serie, dass du praktisch den Stand der Meisterschaften hast. Und da wirst du schon feststellen, da fährst du unter von der Liven am Anfang mit. Also wirst du deine Gegner jetzt erstmal so auf 60% Spielstärke einstellen, dass du wenn vorne mitfahren kannst. Und dann trainierst du halt, du lernst, du wiederholst und es geht dir immer mehr im Fleisch und Blut über. Weil jetzt der Automatismus sich aufbaut. Das ist ein positiver Automatismus. So wie beim Autofahren. Ich
mache immer gerne das Beispiel, wenn du einen Führerschein neu machst und du fährst das erste Mal alleine, ohne Fahrschullehrer. Und ich würde jetzt sagen, wir gehen in irgendeiner Großstadt in den Feierabendverkehr rein. Dann bist du voll unter Stress, weil ich sage mal, deine derzeitige Aufnahmefähigkeit zu 100% ausgelastet ist, auf den Verkehr aufzupassen. Und du wirst merken, dass sich das automatisiert in dir. Das heißt, dann können wir miteinander fahren und dann kann man uns unterhalten dabei. Ich fahre jetzt mit dir durch eine Großstadt, eigentlich jeder, der viel Auto fährt, der Klaus auch. Und wir können, während wir durch den Feierabendverkehr von einer Großstadt fahren, kann er mit mir philosophieren, weil all das Aufpassen ist voll automatisiert. Was jetzt der große Gag ist, die Frage ist mit dem Automatisieren, existiert die Welt und die Autos da draußen überhaupt, wenn du nicht aufpasst? Wer kennt es nicht, wenn du eine weite Strecke fährst, dass du losfährst und plötzlich, wo du wieder auf der Autobahn bist, bist du 100 Kilometer weiter. Weißt du, wie viele Autos dich überholt haben oder nicht überholt haben? Existiert das Lenkrad? Wenn du jetzt reinschaust mit materialistischer Logik, wirst du das nicht in Frage stellen. Das heißt, du beschwörst schon wieder was, was eigentlich eine Meinheit ist. Dir wird plötzlich bewusst, was ist, und dir wird immer mehr bewusst, was du darüber hinaus mit dieser materialistischen Logik, die hier und jetzt immer wieder einredest. Dass, wenn du ein Buch liest, du hast das Buch, da gibt es keinen Zweifel. Wohlgemerkt, was ist jetzt Realität? Der große Gag ist immer das Geheimnis der Vergessenheit. Du schaust die Buchstaben an, du hörst Worte, die du sprichst. Du bist der, der das Buch in der Hand hält, als Erscheinung. Du bist die Stimme, die spricht, das ist doch deine Stimme. Du bist irgendwas, was zuhört, und irgendein Automatismus, der aus den Worten, die deine geistige Stimme spricht, Bilder macht. Und wenn die Bilder dich jetzt irgendwie, aus welchem Grund auch immer, faszinieren, dann löst sich das Buch und die Person komplett auf. Und jetzt bist du nur noch ein Ich, ein Kino. Jetzt kommst du in so einen Spieler, da ist dann natürlich immer noch das Reagieren. Ja, jetzt bist du irgendwie eigenartig, weil das Verrückte ist, dass man sich selber sieht im Traum. Da wirst du feststellen, das ist sehr vage. Es gibt viele, viele Facetten von Traum. Man kann so luzid träumen, halb träumen. Aber letztendlich, es handelt sich um ständig wechselnde Bilder, Informationen im Hier und Jetzt. Und selbst dieser Wechsel ist auf der höheren Ebene kein Wechsel. Dass ich nochmal, wenn ich eine Seite eines Buches bewusst eine Seite anschaue, existiert es nicht, was sich entsteht, wenn du dich rein fokussierst und dich konzentrierst auf irgendein Wort. Wenn du offen bist, und da geht's jetzt los, dass hier ihr euch zuerst einmal bewusst macht, der normale Mensch hat eine wahnsinnige Angst vorm Sterben. Er hat Angst davor, raumzeitliche Erscheinungen zu erben. Okay? Und richtig sterben kannst du erst, wenn du aufhörst zu leben. Jetzt ist natürlich das Problem, dass dieses Auf, ich mache aus den Aufgern AUP. Die Schöpfung ist ein verbundenes Wissen, okay, das ist auf. Und das, wenn das blau wird, wird es die Schöpfung ein aufgespannte Facetten. Das ist auf. Und aufhören heißt praktisch, dass jetzt Facetten aufgespannt werden. Und jetzt ist es, wenn ich aufgehe. Auf ist ein, ich mache immer gerne das Beispiel mit dem Reh. Ein Reh, das aufhört, das macht sich auf. Ihr wollt immer zuhören, und wenn ihr euch zuhört, konzentriert ihr euch, und dadurch entstehen die Bilder. Das heißt, eigentlich, wenn einer stirbt, dann hört er nicht auf zu leben, sondern er hört zuzuleben. Er macht ja zu. Wenn ich jetzt meine im Wort von Vergänglichkeit. Aber zu wiederum, dieses Z-Waff, ist die Geburt von was aufgespannt, und das ist jetzt die Polarität, die in dir fällt. Und das ist deine Gedankenwelle, die du siehst, weil du dich jetzt auf die konzentrierst. Merkt ihr, dass die Sprache wirklich Arithmetik ist? Dass das reine Physik wird mit dem Deutsch, wenn du es zu deuten weißt, immer mit dem rudimentären Hintergrundwissen von der Symbolik dieser hebräischen Hieroglyphen? Und das ist neu. Und das kann übrigens ein Jesus, den wir uns jetzt ausdenken, der in Jerusalem gelebt hat, oder in Bethlehem, der kann das nicht gewusst haben, weil der hat eine Deutsch gesprochen. Und ein Buddha in Indien kann es auch nicht gewusst haben, der hat auch kein Deutsch gesprochen. Und jetzt kannst du dich einfach wieder, es kann prinzipiell nicht zu niemandem, den ich mir ausdenke, was anders wissen, wie ich mir das denke. Und solange ich glaube, dass dieser Meister Jesus oder der Meister Buddha die Erleuchteten waren, ist mir Geist, der ich mir das ausdenke, nicht bewusst, dass ich jetzt glaube, dass ein Schatten, den ich mir denke, den ich jetzt selber projiziere in meinem Bewusstsein, dass der Licht ist. Abgesehen davon, dass hier prinzipiell ein aus Indien oder aus Japan nichts verstehen kann, weil schon dieses Bild setzt mein derzeitiges heliozentrisches Weltbildwissen voraus, dass ich mir Erdkugeln mit diesen Ländern ausdenke. Das ist, du musst komplexer denken, das ist ein Programm. Das wird dir irgendwann einmal bewusst. Ohne Programm kannst du keine Bilder machen. Aber Geist ist jenseits von Programmen. Dass ich sagte, wenn wir jetzt sagen, wir haben unsere KIs, wir kommen auf die Autos zurück,
Jetzt haben wir diese Perspektiven. Udo, ganz kleinen Moment eben. Wir wollen gleich Essen machen. Ja? Ist das in Ordnung? Ja, selbstverständlich. Ja. Es ist ja jetzt so, denke ich mal. Ist das für euch alle? Du magst Ordnung? Immer essen, nicht gleich. Ja, ich möchte jetzt. Pass auf. Ist das in Ordnung? Ja, pass auf, Klaus. Klaus, ich wollte nur. Die anderen sind auch belebt. Also Konsolen. Diese Sache, was jetzt kommt bei dir, das ist der Ein-Player-Modus. Was? Du kannst jetzt der Einspieler-Modus, wenn du selber spielst. Und jetzt ist natürlich, dass das interessant ist, es gibt ja IM-Meisterschaften, denke ich jetzt in deinem Weltbild, in deiner Matrix. Du müsstest dich nur dafür interessieren. Aber wie gesagt, es gibt unendlich viele Sachen und interessieren wirst du dich bloß in Aussetzung deines Charakters. Mhm. Ich werde jetzt zum Beispiel hier von der Nadja nicht verlangen, dass sie sich dafür interessiert. Okay? Oder von der Elisabeth für Videospiele, weil das in ihrem Programm nicht ist. Ich verlange auch von den Augen, von einem Zäpfchen auf der Retina nicht, dass das zu hören anfängt. Das verlange ich von einem Härchen in der Cochlea und von einer Darmzode verlange ich wieder was anderes. Das muss Scheiße fressen lernen. Okay? Und jetzt ist es aber, wenn das auf deinem Film ist, die Metapher kann man trotzdem verstehen. Dass jetzt in der PlayStation hast du ja diesen Multiplayer, du kannst da in dein Internet reingehen, in die PlayStation-Gemeinde, und jetzt kannst du, und das ist jetzt, was alle wirklich Profispieler sind, dass die das langweilige, die KIs zu spielen, die wollen gleich echte Menschen, aber Menschen sind ja auch bloß Programme von einer höheren Ebene spielen, und jetzt hast du ganz einfach Folgendes, dass du dieselbe Autorennen hast, und wenn du dich einklingst, sind meinetwegen 30 Autos auf der Rennstrecke, und das sind zurzeit online 5 Spieler, dann sind 5 Autos. Die werden jetzt von Menschen, was auch Programme sind, verstehst du? Und die anderen und der Rest sind die KIs. Und die fordern, ob für dich, für den klassischen Spieler, ist nur das Wissen, dass da irgendwelche belebt sind. Interessant ist, wenn das nicht angezeigt wird, wüsstest du nicht einmal, welche KIs sind und welche nicht. Stimmt oder stimmt? Oder bei GDA zum Beispiel bist ja du, steuerst du ja nur ein Männchen, alles andere sind KIs, und bei GDA kannst du bis 16 Spieler, Figuren, und jetzt ist das eine ziemlich große imaginäre Stadt, eine Cyberspace-Stadt, dass hier 16 Männchen unabhängig voneinander zusammen in den Spielen noch Spiele machen können. Das sind ja Spiele im Spielen, die können miteinander Bowling oder Dart spielen, gibt es ja Spielhallen in dieser Welt, da kann man zum Bowling spielen gehen. Das machst du ja so auch, bloß da ist wieder, mit dem du gehst natürlich eine KI in deinem Programm, wenn du das Programm kaufst, gehst du online, kannst du jetzt deine Kumpel oder was, diese KI austauschen gegen irgendeinen anderen Spieler. Und kleinen Moment, weil diese Stadt so groß ist, weil dort losgegangen ist, das ist ein ziemlicher Komplex, ist es so, dass du einen Radarbildschirm hast, dass du zuerst einmal, wo der sich zurzeit befindet, und dann müsste zuerst einmal, muss jeder einen Treffpunkt ausmachen, dass der euch dann seht. Ja, klar. Aber letztendlich ist es ein allereinziges Internet. Aber wenn man das nochmal auf die Hierarchie des Lebens untertragen, nehmen an, da ist der Monitor, alle Spieler, die wirklich, also jetzt sind zwei Programme, aber die 5 Stück und die anderen sind die KIs, alle haben Ego-Perspektive. Sehen die alle zusammen dann in dasselbe Zimmer? Dasselbe L. Dasselbe L. Das ist die Facetten außenrum, das sind Blickwinkel. Und das wären dann die Aspekte desselben Ichs übertragen. Pass mal auf, Klaus, ich erkläre es nochmal ganz anders. Ich hätte so schöne Beispiele bei der Hand mit Filmen, wo ich euch wissenschaftliche Filme zeigen kann, wo ich mit einigen schon gemacht habe. Und dann schauen wir die miteinander an.